Zumal der stärkste von denen sein soll, hat der Duke gesagt. Chris hat auch gesagt, das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Weil wo ist der Chris? Wo ist Umbrella? Wenn er das sagt, dann wird es sicher keine sein. Auf jeden Fall, natürlich. Der wollte uns am Anfang auch nur nicht in die Folterkühle stecken und uns zu Hackfleisch verarbeiten. Wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeihen. Ich mag ihn irgendwie. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Das ist Magneto, bevor er die Tests zu den X-Men gekommen ist. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Ich will mit dem Freitagabend verbringen. Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Da bin ich dabei. Ist keine Waffe. Fick dich! Och, Ethan, komm schon. Letzte Chance. Ach komm schon, Ethan. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Scheiße! Sackgasse! Scheiß drauf! Das war so ein geiles Angebot! Eisenberg war so cool. Auch dass er irgendwie. Was für ein Ding. Auch dass er der Herr des Schrotts ist. Sorry, aber. Das war cool, wie er das hin und her geballert hat. Ach komm schon. Ich weiß es nicht. Alter, Zombie-Cyborgs, wie cool ist das denn?
Na komm schon. Heilige Scheiße. Jo. Ich muss zurück nach oben. Also cool in Szene gesetzt, haben sie den schon? Haben sie den schon? Auch leicht krank. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ah, ja, ja. Das ist ein sehr gefragtes Produkt. Auf Wiedersehen. Ich habe eine Waffe gesehen, die mir gefällt. Die Frage ist nur... So, erstmal hier ein bisschen Ordnung reinbringen. So, wunderbar, wunderbar. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Natürlich. Dafür hast du keinen Platz. Das kriegen wir aber hin, mein Freund. Ein kleiner. Großer. 2, 3, 4, 5, 6. SIG 12, was haben wir hier? Wolfsbann. V61 Custom. Was ist denn? Was ist denn V61? Okay, keine V61. Ah, ja, ja. Vollautomatische Maschinenpistole. Die V61 SIG 12. Ja, die hier. Die Frage ist nur, ob sie vielleicht Dingsbums verschießt. Maschinenpistole, voll ausgerüstet, verfügt über beeindruckende Feuerkraft. Das ist zwar ganz nett, die Frage ist nur... Doch, die verschießt die gleiche Munition. Fertig. 200 Damage. Hast du auch nichts vergessen? 200, 180, ich glaube, ich kann die Pistole verkaufen. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Die alte Shotgun habe ich schon längst verkauft. Die hier. Kann ich hier speichern? Danke ja. Danke für deine Treue. Da will ich nochmal in Ruhe nachgucken. Willkommen. Dann verkaufe ich mal meine... Die behalte ich. Die behalte ich auch. Die F2 Rifle behalte ich auch mal. Ah, das ist eine Muni. Halbautomatische Flinte. Und die würde ich gerne verkaufen.
Kann ich mir nämlich die hier holen? Da hattest du ein Auge drauf, was? Leck mir am Arsch. Ist das alles teuer? Sieh es als Investition, Ethan. Auf Wiedersehen. Sagen, läuft. Das läuft. Okay. So viel zum Thema. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen, mit der ganzen Kohle. Ich weiß nicht, wohin. Woher nehmen? Und da ist das Geld wieder weg. Ja. Kann im Moment nicht verwendet werden. Der ist wahrscheinlich vergessen. Na gut. Na komm, drauf geschissen. Weil das so eine schlaue Idee war, aber feuerfrei. Ich hab. Ja doch, Pistolmuni habe ich mehr als genug. Sieht leicht zerstörbar aus. Herstellen. Theoretisch kann ich alles herstellen, aber ich habe eigentlich Explosivgeschoss, würde ich gerne mal machen. Für den Fall eines Falles. Nicht, ob ich Munition beim Duke kaufen will. Eigentlich kann ich mir die selbst herstellen. Nicht genügend Strom. Die ganzen Geräusche gefallen mir nicht wirklich. Was? Ohne Kokille? Eine Gießanlage, aber ohne Kokille ist das nutzlos. Ich verstehe das zwar nicht, aber... Ah, hier kriegen wir wahrscheinlich jetzt diese ganzen...
Ja, das, wir müssen hier was gießen und das müssen wir hier reinschieben. Lass mich raten, das kriegen wir von dem Propellermann. Nicht genügend Strom drauf. Ich traue dem nicht, der steht bestimmt auf, wenn ich vorbeigehe. Eisenberg experimentiert also gerne. Warum war mir das so klar? Mich überrascht nichts mehr, ehrlich. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder horrormäßig, weil das mit den Lykans war jetzt doch. Danke. Das mit den Lykans war jetzt doch sehr actionlastig. Obwohl, hier ist beides, würde ich sagen. Generell habe ich so das Gefühl, dass sie hier ziemlich kranken Scheiß zusammen mixt. Hufschlüssel. Den habe ich, glaube ich, nicht. Magnumuni. Wunderbar. Oh, das mit den Landminen, die sind so schwierig zu setzen, aber die machen so richtig viel Schaden. Verstehe. Wow.
Boah. Haben die mich erschreckt. Was zum? Gut. Auch wenn ich habe viel zu viel verschwendet. Ich habe viel zu viel Munition für den Shit verschwendet. Muss ich da wieder zurück? Irgendwann? Dementsprechend bin ich vielleicht... Doch lieber so frei und mach die halt... Och, komm schon! Vielleicht eine. Ja, das stimmt. Mir ging. Ich wollte es treffen. Zui, ich wollte es treffen. Es erinnert mich so ein bisschen an die Fabrik des Hutmachers aus Alice Madness Returns. Damals hat sie mich noch nicht geguckt. Aber sie ist ja eine Zeit lang nur daran interessiert, wenn irgendwie schwere Sachen da sind oder wenn Joel Renzia kam. Da hast du natürlich von Anfang an ein paar gute Sachen verpasst. Von der anderen Seite verschlossen. Aber wie komme ich denn da hin? Warte mal. Hier ist ein Schalter. Hier ist eine Gießanlage. Er hat einen Bohrarm. Der hat einen Bohrerarm. Alter, aber so schlau ist. Einer von denen steht doch bestimmt wieder auf. Das sieht doch schon so. Hier fehlt ein Zahnrad. Das sieht für mich fast so aus, als müssten wir einen von denen hier da dran locken, dass sie hier durchbrechen.
Nein, konnte ich nicht. Die Dingsbums, diese Schlösser, die von der anderen Seite verschlossen waren, konnte sich von der anderen Seite aufmachen. Also ich glaube nicht, dass ich die mit Bomben aufmachen kann. Die hatten so ein WC-Dingsbums. Kranker Scheiß. Karte der unteren Fabrik, Schießpulver. Mechanischer Soldat, Modellsoldat, Version 1.0.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen indiziert, dadurch danach Stillstand. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.0. Kopf an Schädel, Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lykans wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fertigkeit hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat. Ah, das sind also die Dinger hier. Der Typ, wo das Zeug am Herz war, das was mit dem Bohrarm. Das sind die Zombies sozusagen mit diesen Scoutern. Und habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnder Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Kadu-Reaktor in Brust implementiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2. Kampf gegen Lykans. Innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung den Reaktor unvermittelt Funktion einstellen. Von denen steht bestimmt einer auf. Hast du das Gefühl, schade, dass man die nicht so manuell zerstören kann. Das wäre cool. Aber warum? Da liegt doch eindeutig Zeug. Mach's halt so. Ist okay. Jetzt geh ich aber nur kurz Baby machen.
Ich muss doch in die Gießerei. Achso. Tschüss, dass einer von denen wieder aufsteht. Halt die Fresse, Heisenberg. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Ja, frei sein von der Schlamme, von mir aus. Obwohl, auf der anderen Seite finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Bei denen will ich gar nicht lang fackeln. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Ich hab dich nicht... Also, das Spiel hat gesagt... Arschloch. Warte mal, von hier kam ich doch. Und hier gab's das. Also hier rüber. Sag ich ganz ehrlich, ich hätte ihn jetzt eigentlich auch nicht wirklich abgewiesen. Ich wette, mit dir Mutter Miranda wird auch... ein böser Boss werden. Warum kriege ich so viel Sniper-Money? Vielleicht sollte ich weniger auf die Shoddy gehen. Hier gibt's noch was. Jo. Schwer einzuschätzen, ob man ihm vertrauen sollte oder nicht. Ich meine, wenn er die Mutter besiegen würde, was würde ihn abhalten, ihre Position einzunehmen und selber mehr Böses zu machen? Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Immer schwierig einzuschätzen. Hätte jetzt von meiner Seite aus jetzt auch nicht unbedingt
In meinen Augen hat er, ist er jetzt auch nicht ganz so sauber. Aber wenn der schon so eine scheiß Angst vor der Miranda hat... Lass Miranda, denn sie will ja. Hier fehlt aber noch irgendwas. Irgendwas kann ich hier noch holen. Explosivgeschoss. Entschuldigung, ich bin einfach gerade sehr gespannt im Spiel. Ich finde es hier gerade ziemlich fesselnd. Ist das eine Bombe? Nee, ist ein Motor. Das ist ein Motor. Da kann man nichts machen. Aber hier unten ist noch was zu holen. Da bin ich mir sicher. Einfach aus dem Aspekt, ja, dass sonst der... Von da kam ich. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Eine Kleinigkeit oder so? Ich meine, ich könnte hier hoch. Nee, kann ich nicht. Dann muss ich hier lang. Ich will jetzt mal ein bisschen Ruhe. Oh, die sind so geil!
Das Vieh beim ersten Mal kommt mir, macht mir ein bisschen Schiss. Das mit dem Bohr auf dem Bauch. Die Minen sind so geil, weil die so langsam sind. Ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich die alle aufgehoben habe. Ich kann mir noch welche machen. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Tu wie das? Oh, ist doch scheiße. Der kommt doch bestimmt da gleich wieder raus. Oh, Duke. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges noch Neues zu entdecken. Das ist schön. Ah, ja, ja. Die Fresse, du Schwabbelmann. Nix gegen Dicker, aber es ist eine Nummer. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Gesehen und gekauft. Aha. Erweiterte Trommel. Das ist schön. Hunderttausend für eine fucking erweiterte Trommel. Willst du mich verarschen? Fünfundfünfzig im Inventar. Nein, wie viel habe ich davon? Also von dem brauche ich auf keinen Fall welche. Aha. Sieh es als Investition, Ethan. Auf Wiedersehen. Ja, ich würde sagen, die Knarre läuft. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine schlaue Idee war, mir die ganze Muni zu holen, weil ich bin doch ziemlich gut dabei. Aber auf der anderen Seite... Okay, das war nur ein Shortcut. Verstehe. Liegt noch einiges vor mir. Ach du Scheiße, lass mich raten, wir müssen dahin. Hey, Spider-Man! Helf mal bitte! Ach komm schon, das hättest du auch runterspringen können.